Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei StarCraft 2. Hier bei Because Gaming is Fun und Sascha darf natürlich nicht fehlen. Genau, hallo. Denn wie wir alle wissen, macht ein One-on-One ja am meisten Spaß. Und Sascha will gleich noch eins. Oh ja. Er ist heiß. Ja, irgendwann muss ich ihn ja mal platt machen, Mensch. Kann ja nicht wahr sein. Übung macht den Meister, du, das ist alles ja. Wir spielen Zwietracht 4. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Die Karte sieht dann etwa so aus, aber wir werden es dann ja gleich auch nochmal sehen. Okay, ich kann gerade keinen Vorschau kriegen. Ja, dann quatsch nicht rum, sondern starte hier. Wir machen wieder ein Zufallsmatch. Beide wissen nicht, was wir bekommen. Richtig. Die Skype diesmal nebenbei weiter. Genau, weil wir haben gemerkt, wenn ihr euch die Videos nebeneinander legt und wir nicht miteinander skypen, überschneidet sich das Gequatsche vermutlich ordentlich. Richtig. Warum? Alter. Das sind zwei. Okay. Ist aber auch merkwürdig, weil das eine 1 gegen 1 Karte war. Oder der Modus war mit 1 gegen 1 angegeben. Okay. Das heißt, du hast zwei Du kannst die Dings richtig gut verteidigen hier. Mhm. Alles klar. Oh, ja. So. Richtig clever. Was denn? Nix. Achso. Ich will einfach schon mal 5 Einheiten auf einmal bauen zu Anfang. Ja, das ist immer gut. Das ist genau das Richtige, was man tun kann. Blöd nur, wenn man keine Mineralien hat. Richtig. Ich darf jetzt natürlich nicht meine Auswahl kommentieren hier, aber ich glaube, die Zuschauer können sich denken, was ich mir denke. Und die Karte ist recht dunkel, kann das sein? Wie meinst du mit recht dunkel? Naja, also so vom Teint her. So. Was kommen in die Gänge hier? So. Mach mal. Das stimmt ja. Okay. Was tippst du denn jetzt schon wieder? Ich frag meine Zuschauer was. Ah, Gott. Das mit Spieltempo schneller ist voll angenehm. Ja, ne? Andererseits bist du dadurch auch deutlich schneller, was du wieder... Naja, so viel schneller bin ich dadurch auch nicht, du. Fuck. Oh, ganz, ganz entspannt hier. Schön lässig bleiben. Geht nicht. Panik! Auf der Titanic! Das ist klar, so. Oh, fuck. Ich glaube, das war letztes Mal gar nicht so verkehrt, so vorzugehen. Bist du wieder Protoss oder was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich meine nur von der Taktik her, so. Achso, achso, okay. Die Grundtaktik zu Beginn ist ja eigentlich immer gleich. Ja, relativ. Wenig. Oh, warte mal. So, du machst mal das hier. Ja. Okay. Gott, das ist aber auch erstmal wieder Umstellung hier. Also doch, Zerg. Wer weiß. Ja komm, als du schon sagtest, oh Gott, stimmt ja. Außer du verwirrst mich, um mich zu verwirren, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Außer du verwirrst mich, um mich zu verwirren? Junge! Also ich trau dir sowas zu. Ich meine eigentlich jetzt eher der Satz. Außer du verwirrst mich, um mich zu verwirren. Ich weiß. Der Satz war da, um dich zu verwirren. Alter, bist du bescheuert. Alter, bist du bescheuert. Nein, will ich nicht. So, dann dies. Huch. Was? Was? Hat er denn? Hä? Okay, egal. Das ist schon. Nein! Ich bin verwirrt. Bitte nicht. Maximum Confusion gibt bei Sascha nicht. Aber rein theoretisch sollte man hier das Lager gut verteidigen können. Das zweite, ne? Naja, sie sind ja beide auf einer Ebene und es gibt eigentlich nur einen Zugang, einen kleinen. Das ist richtig. So. Also ich denke auch mal, dass das eigentlich echt gut klappen müsste. Ja, das klingt gar nicht so schlecht. Ach Gott. Das
klappt jetzt aber nicht so gut wie letzte Runde. Jetzt würde ich meinen Zuschauern natürlich gerne was sagen, aber dann wüsstest du, welche Rasse ich spiele. Das heißt, muss ich euch jetzt wieder mit Tippen nerven. Geht denn das nicht? Hallo? Oder warte, ich mach's anders. Ich habe vor aus ganz... Fuck, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Ich dachte... ich habe vor... Metz! Ach komm schon! Ich jetzt hier... Oh mein Gott, bin ich blöde, ey. Schön, weil ich auf den scheiß Knopf da gedrückt habe. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und dann auf... Gott, da bin ich jetzt... worauf wollte ich denn jetzt eigentlich zeigen? Scheiße! Das da. So, das ist der Plan. Er geht immer auf eine, auf eine Einheit, die gerade nichts tut, wenn ich auf diesen Knopf in der Schnellleiste drücke, oder? Oder wird er sich... Also ich habe mir jetzt hier meine Baueinheit quasi hier in diese Schnellleiste reingesetzt. Ja. Wählt er sich da eine bestimmte immer aus oder sucht er sich eine aus, die gerade nichts tut? Eine ausgezeichnete Frage, du Terraner. Wieso? Ach, scheiße! Na, Zerg verschwinden, Protoss können ich nichts tun. Oh! Fuck. Ich meinte eigentlich aus einem ganz anderen Grund, aber ist in Ordnung, mach mal. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das weiß. Der hat... Bitte? Nee. Kommst du nicht drauf? Nee, weiß nicht. Okay. Guck dir mal ein bisschen genauer um. Nein, damit verschwende ich jetzt Zeit, wenn ich mich genauer umgucke. Robert. Was soll denn der Kack hier? Warum dauert das so lange, Alex? Jetzt, wo ich weiß, was Sascha für eine Rasse spielt, musste ich kurz meine Taktik mal ändern. Aber ich hoffe, das ist alles kein Problem. Ich denke aber mal nicht. Ich hoffe mal doch. Nö, nö, du. Alles gut. Kein Stress. Kein Stress, mein Jung. Kein Stress. Ja, ich bin schon wieder, dass ich mich verblabbert habe, ey. Geht nicht nur so darum, dass du dich verplappert hast. Ja, vermutlich hast du mich hier schon irgendein Schild hingeschickt, hier Detektor oder sowas hingeschickt. Soll ich es dir sagen fürs nächste Mal? Meinetwegen. Man sieht deine Sensorkreise auf der Karte. Echt? Selbst der Gegner sieht die? Der Gegner sieht die auch. Och, das ist ja... Daher wusste ich das nämlich. Das ist ja scheiße. Weil die Frage hättest du ja auch als Zerg oder als Protoss stellen können, welche Dings er nimmt. Vielleicht wüsstest du ja gerade nicht, dass die eine Drohne, die dein Vespingas abbaut, jetzt verschwindet. Ja gut. Das, ja. Das an sich war ja noch kein Hinweis. Ja gut, das stimmt. Ja, egal. Du bist zu spät. Das ist wahr. Ich mach grad voll die blöden Sachen. Ich wollte es ja nur fürs nächste Mal schon mal gesagt haben, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. Wenn man das weiß, dass es auch der Gegner sieht. Ja, das klingt echt nicht. Naja, egal. Ja, wie gesagt, ne? Macht jetzt keinen so riesigen Unterschied. Nee, das stimmt. Ach komm, jetzt machen wir hin hier. Aber ich muss sagen, mit Terraner bin ich gerade übelst überfordert, ey. Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Okay. Ich habe so gefühlt 10 Einheiten, die gerade nichts tun. Okay. Ja, weil
Bei dem Protoss konnte ich halt immer die eine hin und her schicken. So, bau mal hier, bau mal da, bau mal da. Ja. Aber wenn man Sachen gleichzeitig bauen will, muss man bei den Terranern ja halt mehrere Dingenskirchen losschicken. Achso, ja, klar. WWFs auf einmal und dann stehen sie plötzlich wieder untätig rum. Ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Sehe ich ein, das ist wichtig. So. Geht das eigentlich auch, wenn die einen? Gucken wir gleich. Ich produziere viel zu wenig davon. Ah, das dauert ja noch. Alles klar, dann. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier tue, so clever ist. Ach. Ich denke, du wirst keine großen Probleme gegen mich haben. Das weiß ich noch nicht. Das Minium weiß ich noch nicht sicher. Gut, sicher weiß man sowas vermutlich nie, aber. Ui, sorry. Meine Güte, so. Jetzt reicht's mir aber. Ah, ist er wieder Zerg, okay. Was? Ah, du hast gescannt, du kleine Miese! Ja, klar! woher weißt du? So, ey! Natürlich! Ich hätte mal nicht sagen sollen, dass ich weiß, dass du Terraner bist. Jetzt, sonst hättest du es nämlich nicht gemacht, oder sonst hättest du dich zu verraten. Nö. Hätte ich trotzdem gemacht. Na gut. Aus purer Neugier. Ja. Und Spaß an der Freude. Richtig. So, das machen wir mal so. Aber warte mal, wenn er Zerg hat. Du bist mit Zerg noch nicht einmal auf Luftkampf gegangen. Andererseits könntest du gerade deswegen jetzt Luftkampf aufstellen. Aber Luftkampf bei den Zerg ist extrem teuer und dämlich. Okay. Also, meine ich ernst, irgendwie so eine Lufteinheit hier kostet fast dreimal so viel Vespingas wie eine normale Einheit. Okay. Und ich habe letztes Mal schon kein Vespingas gehabt. Könnte er ja diesmal eigentlich wirklich nur hier rüberkommen. Huch! Was hat er denn jetzt gemacht? Was? Ich bin auf Leertaste gekommen und er ist irgendwo auf die Map gesprungen. Lol. Springt dann dahin? Er springt in die untere rechte Ecke. Warum das denn? Nee. Nee? Wie springt er dahin, wo ich anvisiert habe? Einheit bereit, sagt er mir jetzt. Warte. Hä? Aber so langsam kriege ich ja ein Problem, merke ich. Was ist denn jetzt los? Oh, okay. Mutation. Warte mal, das brauche ich ja nicht so. Warte mal. Das Ding habe ich noch nicht gebaut. Okay. Hau mal das raus da. Gott! Da habe ich mich gerade vom Ingame-Sound verwirren lassen. Komm, ich hab schon wieder. Oh shit. Oh ja. Was ist oh shit, Minion? Ach nichts. Mir reden. Nö. Unterhältst du dich mit mir? Nö. Mutation abgeschlossen. Nö. So, nein. Ja, aber nein. Hä, hab ich das Ding nicht schon gebaut gehabt? Was soll denn der Kack jetzt? Okay, ich glaube, die Runde heute wird ein bisschen länger dauern, als die unsere letzte. Meinst du? Ja, irgendwie lässt du dir ja doch ein bisschen Zeit. Okay, willst du wieder mit einer Monster-Armee ankommen? Ja. Das will ich doch immer. Du kennst mich doch. Ich kann nicht anders. Wenn ich nicht anders mache, dann. Na gut, bei Zerg muss man echt mit einer Übermacht eigentlich ankommen. Ja. Ja, das ist ja keine Schnitte als Zerg. Ah.
Die Dinger wissen. Ah, gut. Mal sehen, ob das nein, was. Nein, was ist nein. Los? What the shit? Kleine Miese. Hä? Seinen dämlichen Belagerungspanzern da. Lol. Du kleine Hure. Ich komm nicht mit Lufteinheiten. Da hatte ich sie schon gebaut. So ein kleines Mist. Ah, kacke. Ja, nee, da kann ich da jetzt schon wieder nichts machen, ey. Ich dachte nämlich, in dem Moment, als ich rausgefunden habe, dass du Terraner bist, habe ich mir gedacht, scheiße, da kannst du jetzt nicht mit Bodeneinheiten kommen. Der braucht bestimmt mega viele Belagerungspanzer. Nein! Das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht so, nee, Mann, kannst du jetzt nicht bringen. Ja. Oh! Ja, was soll ich denn machen, ey? Ich bin jetzt voll von einem Bodenangriff ausgegangen und hab mich nur darauf spezialisiert. Hab Minen gesetzt, hab Belagerungspanzer überall hingestellt. Das hab ich mir gedacht. Och, kacke. Ich dachte, ich baue so ein paar Berstlinge und hau dir ein, zwei Belagerungspanzer weg. Und wenn du dann denkst, jetzt kommt so eine riesen Bodenarmee und ich hab noch alles in Hinterhand, dann komm, ich halt einfach meine Luftarmee. Leider waren sogar meine Berstlinge waren total schnell down. Du warst mit Berstling angekommen? Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Och man. Hey, Stufe 7. Terraner Stufe 7. Ja. Nee, was? Nee, Stufe 6. Entschuldigung. Okay. Ja. Ich hatte eigentlich sogar erst vor, ich wollte nicht schon wieder eingegrabene Scham nehmen, weil das wäre langweilig, dachte ich mir so, weißt du? Ich hab mir gedacht, jetzt gleich mal das gleiche, dann sehen die Leute das ja wieder und bis Sascha einen Raven hat, der entdeckt ihn dann nicht und irgendwie so. Und dann habe ich erst gedacht, so komm, jetzt gehst du voll auf Hydralisken, weißt du, machst so einen Hydralisken-Rush oder so. Weil er denkt, er kann mich mit Lufteinheiten schlagen. Und dann habe ich vorgehabt, baust du richtig viele Anti-Lufteinheiten, weil du baust bestimmt voll die Luftarmee. Habe ich gesehen, er ist Terraner. Nein. Er wird Belagerungspanzer und Bunker dahin bauen, bis der Arzt kommt. Da komme ich mit einer Bodenarmee never ever durch. Und dann war halt einfach klar, er musste jetzt auf Lufteinheiten gehen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, die kosten so extrem viel Vespingas. Das war so nervig. Ui, diesmal hast du aber geschwächelt, du werter Armee. Ja, wie gesagt, ich war überfordert mit den Terranern. Okay. Dreimal in Folge Protoss gespielt, schon ist er überfordert mit Terranern hier. Ja. Ja, ich war plötzlich eingestellt auf Protoss. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, die Folge war ein bisschen weniger spannend im Endkampf. Ja, das stimmt. Aber bis dahin war ich echt verunsichert, dachte ich mir so, ist er Zerg? Weil es klang nicht so, als wärst du Protoss und du warst so, Gott, was musste ich denn jetzt nochmal machen? Und hier und da, da dachte ich schon so, okay, er ist Zerg. Zerg gegen Zerg hier. Aber ja. Nein. Tja. Naja, gut. Ne, machst du nichts. Wollte ich gerade sagen, machst du nichts. Gut, dann danken wir euch wieder vielmals fürs Zusehen. Viel herzlich hier. Vielmals fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dann. Tschüss.